Hallo zusammen. Heute möchte ich einen ganz einfachen Walzer spielen auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Dazu nutze ich die große Tastatur des PA4X. Ich habe sehr großzügig gesplittet und spiele quasi auf zwei Manualen. Oben ist das Akkordeon von Sebastian Siegel. Links habe ich das italienische Akkordeon 8 Fuß. Und ich spiele auch einmal nur ausschließlich auf der linken Hälfte. Dabei muss ich natürlich darauf achten, sobald ich drei Töne oder drei Tasten und mehr anschlage, reagiert die Akkorderkennung. Spiele ich nur ein- und zweistimmig, kann ich eine Melodie spielen. Vielleicht achtet ihr einmal auf die untere Hälfte meines Keyboards. Und hier die kleine Hörprobe auf der Reeperbahn nachts um 12:30.